Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmittag auf der Hartstraße zwischen Denkritz und Zwickau. Ein 37 Jahre alter Mann war mit seinem Renault Megane in Richtung Zwickau unterwegs. Etwa 1,5 Kilometer nach Ortsausgang Denkritz kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über den Renault und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß der Renault zunächst mit einem VW Golf zusammen. Anschließend schleuderte er gegen einen nachfolgenden Kleinkraftradfahrer und riss diesen mit in den Seitengraben, ehe sich der Renault überschlug. Der 35-jährige Mopedfahrer erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Die 64-jährige Beifahrerin im VW Golf wurde leicht verletzt. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 43.000 Euro. Die Hartstraße war für 4 Stunden voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Zwickau hat die Ermittlungen aufgenommen.